Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise im Land des kleinen Volkes in Smallland, Survive the Wilds, mit mir und der Natzen. Hi, Natzen. Hi, Eschi und hi zusammen. So, ich gehe mal an die Schmiede und übernehme pyritiert. Die Aufgabe des Pyrit-Großschwertes. Genau, er pyritiert. Der Eschi, ich habe ja doch das Dach repariert, weil ich bin mehr so die Gebäudebauerin. Richtig. Und er ist hier unser Waffen- und Rüstungsschmied. Ja. Waffen sind fertig. Liegt hier in der ersten Truhe neben dem Zeugs. Neben dem Großen. So, genau. So, neues Schwert. Jawohl, ja. Ja, und dann wollen wir mal wieder... Guck mal, das ist ein Zweihandschwert. Echt? Oh, krass. Ja. Cool. Ja. Aber es schwingt sich gut. Also es ist nicht so klumpig wie die meisten Zweihandschwerter in den Games. Fettes Teil. Ja, also ich finde, es schwingt sich ganz easy. Cooles Ding. Schick, schick, schick. Ah, ja. Ja, nice. Ja. So, dann schlafen wir mal die Nacht weg. Ah ja, die ist auch noch da. Genau, und dann wollen wir zurück ins verbotene Land. Genau, und mal gucken, ob wir da erstmal ein bisschen Rache üben. Richtig, an diesen komischen Typis da. An diesem fiesen Volk, und dann plündern wir denen ihre Bude. Richtig, so ist der Plan. So, die verbotene Tür erstmal anpeilen. Genau, die ist aber geheim. Ganz so weit weg. Ja, genau, nicht die verbotene Tür, die geheime Tür. Wo sind denn du? Wieso sehe ich die denn da oben nicht? The Secret Door. Bin ich wieder blind? Nee, man darf nicht so schnell durchrollen, dann poppt die nicht so schnell auf. Okay. Nee. Sauerei. Sagt mir denn keiner was. So, ich bin hier positioniert. Ja. Und boah, guck mal, da ist direkt der Baum auf der anderen Seite. Wenn jetzt nicht dieser Adler wäre. Ja, stimmt, der Adler. Ja, aber der Adler ist nun mal und deswegen. Er ist. Klettern wir mal. So, nur nicht zu weit flattern. Ist nicht ich cool. Ich hoffe. Ich habe da so einen Hang zu. Ja, du fällst auch tief. Nee, ich mach das mit Absicht. Ich wollte ein bisschen weiter runter. Ach so. Man fängt sich ja wieder. Wenn man dran denkt, ja. Zu tief, weil jetzt komme ich nicht auf den Sockel da oben. Aber ist ja nicht schlimm, wir müssen ja eh nein, nicht auf den Sockel. Nein! Was denn jetzt? Oh. Ich war schon in dem Bereich, wo der Adler jagt. Oh. Ich hab schon die Anzeige gekriegt und ich dachte, jetzt bist du am Arsch. Das darfst du nicht machen, du. Schlechter Start hier. Ja, Adler ist nicht so. Nee, nicht so cool, der Typ. Er ist nicht so locker wie wir. Hier ist die Höhle. Bock. Ach, ich muss ja noch einen runter, ne? Verdammt. Da. Bin da. Ja, was schreist du mich denn an? Ich schreie doch gar nicht. Ne, der Marienkäfer schreit mich an. Ach, ignorier den. Warum schreit dich ein Marienkäfer an? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Wieso bin ich hier jetzt falsch? Die sind doch voll friedlich. Ja, nicht mir gegenüber. Ey, du bist genau über mir. Jetzt komm mal rum. Ja. Ignorier mal den Lass Marienkäfer. Mich doch. Nein. Kommt ein Eschi geflogen. So, da ist er. Da ist er ja. Guck mal, wie er hier mit seinem Schwert herum. Ja, er hat ihn rausgeholt. Er ist rausgeholt. Er hat ihn rausgeholt. Das sind Sachen, die wichtig sind. Ich hab mich doch nur versprecht. Ihn rausgeholt, hat er gesagt. Verdammte Sauerei hier. Nein! Ach, jetzt habe ich ihn verbannt verschwendet. Toll. Na, das ist mir auch letztens passiert. Wollte ich essen, habe ich mich verbunden. Ja. Das ist doof. Ich wollte eigentlich die Fackel anzünden. Hatte vorher den auf der 6, hab das dann vorher gewechselt auf die 7. Mm. Und dann drücke ich die 7, weil vorher die Spitzhacke auf der 7 lag. Und, ja, ist scheiße, dass bei dir die 9 und die 0 immer noch nicht klappen. Nö, weil, funktioniert nicht. Auch, obwohl, warte mal, es gab ja die Tage noch ein neues Patch. Den habe ich ganz vergessen. Oh, den habe ich ganz vergessen. Wie so Ach, der dicke von dem. Warte mal, ich schmeiß mir mal eben die Schere auf die 9. Ne, auch der letzte Patch hat da nichts dran geändert. Guck mal hier, da kommt er. Oh, mit der Dings keine Fackel, ne? Ja, aber Pyritschwert kann gut was. Ja, ja. Wenn ich sehe, wo ich hinschlage, ist gut. Okay, ich konnte ihn noch sehen, aber.
Ich habe gerade so gar nichts gesehen. Null, nada, nodding. Die Schere rausgeholt. Ist die 8. Da. Ja, aber keine Ahnung, warum das bei mir nicht funktioniert. Ja, das ist echt seltsam. Also. Ja. Aber gut, dafür kann ich den Baum nie sehen. Auch wahr. Irgendwas muss man ja haben. Aber heute sehe ich ihn. Ich sehe unseren Baum. Ja, super. Ich kann es kaum glauben. Hm. Ganz toll. Frag mich, ob es daran liegt, ob ich darin spawnen muss. Obwohl, nee, das ist ja manchmal auch, wenn ich darin spawne, dann sehe ich ihn nicht. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Schwabbeli-dabbeli-dab. Oh, wo renn ich denn hier rum, ey? Geradeuit. So. Da sind wir gleich wieder im verbotenen Land. Ja, genau. Bei dem fiesen Vogel und dem fiesen Volk. Ja, ja. Aber ich habe hier, Wuffi Live hat gesagt, hat es noch ein bisschen, bis wir den Vogel mal zähmen können, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Okay, das ist doch was. Ja. Ja, was mich ein bisschen ankotzt, ist, dass wir uns hier keinen Baum nehmen können. Ja, das ist irgendwie doof. Und somit doof. All unsere Dinge, die wir haben, dass wir das weit, immer wieder zurück müssen. Far, so, ne? Far away, ja. Ja, das ist schon ziemlich scheiße. Das ist doof, ja, das stimmt. Wo war denn unsere Hütte? Da oben, ne? Ja, hier oben. Stimmt, ich bin auch voll falsch gegangen. Oh Mann. Bei den Erdbeeren. Ja, ja. Und der schwarzen Hornitze. Ja, die ist ja nicht hier vorne, bei der Hütte. Zum Glück nicht. Unser Feuerchen brennt. Ich meine, die können wir natürlich auch noch ausbauen, so ist das nicht, ne? Aber ja, könnte man. Müssen wir halt wieder viel leg den Respawn-Punkt fest, ne? Achso, ja, stimmt. Ich habe jetzt das Äußere genommen. Ja, wie immer. Nee. Nee, gar nicht wahr, sonst bist du immer der Inni-Typ. Ja, der sich von der Frau gegen Einbrecher verteidigen lässt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Heute mache ich mal auf starker Mann. Ein wahrer Held. Ja, ja. So, ein wahrer Held weiß, wie er überlebt. Sonst passt mal auf, ihr fiesen Viecher. Jetzt wir kommen wir. Da. Zack, tot. Ein Kubitschwert. Ja, genau, jetzt kommt der Vogel. Platz. Ja. Oh, was mir einfällt. Ach ja, wir wollten mal diese Pilze hier, mal. Hier, ne? Ah, genau. Was? Reishi-Suppe. Oh ja, Reishi. Das klingt nicht schlecht. Klingt so asiatisch. Und Leder, Reishi-Leder. Ja, also sind das hier die Smallland-eigenen Shiitake-Pilze, ja? Die sind ganz viele davon. Ja, das ist gut. Vielleicht schmeckt die Suppe ja. Oh, der sieht ja cool aus hier in Lila. Ja. Hat was, der. Aber Gute. Der ist irgendwie fies. Das ist ein Tölpel, scheiße. Ach Gott, die haben auch schon eine andere Farbe. Mann, Mann, Mann. Oh. So, ein Drecksack. Ich guck mal, dachte, jetzt war ich abgesehen. Ey, ich mag Lila, was ist los mit dir? Echt jetzt? Wir haben dich gerade noch für hübsch befunden. Und dann machst du sowas. Ah, das sind nur normal, aber ich brauch die Käferlymphen. Ja, dann nimm doch. Ja, ich hab einfach alles mit. Ja, denn. So, erst die Jungs. Ja klar, komm. Ja klar. Stimmt, sterben wir, aber komm. Ja, auf in den Tod. Dunkel, warte, nicht, dass es stürmt. Ja, das wäre schlecht. Kein Kampf im Sturm. Nee. Dieser Kopf hier, ne? Voll fies. Dann müssen wir in die Rutsche. Da hinten liegt ein Bein. Ja, dieser Kopf hat so leichte Horrorelemente, finde ich auch. Ja. Bäh. Ja, so eine vergrabene Puppe, die so starr, was ist aus Eck. Ja. Schön dreckig im Gesicht. Oh, das sieht und so. Echt übel aus, ey. Ich hoffe, es ist eine Puppe. Die Puppe des Grauens. Ich spring dir auf die Augen, du. So, pass auf. Warte mal. Ich habe hier ein Giftglasrohr. Und damit natze ich den da jetzt. Wieso hat er eigentlich so rote Augen, ey? Ich glaube, das sind seine Fühler. So, ich habe ihn getroffen. Ah, ist er hingefallen.
Oh. Ja, ich hab ihn ja auch vergiftet, den Arsch. Aha. Ey. Aber der mich auch. Die haben vergiftete Waffen. Oh, yo, ich sehe es, ey. Guck mal, den haben wir platt gemacht. Warte, ich muss ihn irgendwann verarzten. Ich hab Pilzsteaks. Ja, ich hab auch irgendwas freigeschaltet. Ich kleine Gesundheitselixiere, Eulen und Pilzsteak. Cool. So, den nächsten. Hier ist Blut auf dem Boden. Ist ja eklig. Warte. Ach, daneben. Ich sag noch, warte. Ja, oh, war Gott. Zu spät, da war ich schon am Pusten. Ja, ja. Nein, jetzt hab ich einen getroffen. Ey, irgendwie ist der Bogen gerade scheiße hier. Nein, die sind einfach super weit weg. Nee, der Zielrohr hang genau in mir, so das dass ich... Das ist eine super Taktik, die wir hier machen. Ja, finde ich auch. Läuft. Also wir locken die an mit unseren Giftpfeilen und geben denen dann hier vorne den Rest. Ist doch super. Wo ist denn der Typ? Ich sehe den gar nicht. Ah, da. Da vorne. Also das ist, glaube ich, der Maestro. Meinst du? Warte, da hinten ist auch noch einer. Warte mal, hinten. Komm mal hier hin. Na gut. Was ist man da? Erstmal die kleinen Schwachmaten machen. Da kommt genau. Er schon. Ja, du. Ah. Oh, er kann ausweichen. Kann ja, ich die auch. Weichen aus. Das ist halt hinfallen. Das ist ausweichen. Ja, ja. Der ist auch hinüber. Und jetzt geben wir uns noch den hier. Die lässt ja alles liegen, ne? Hat der was gegeben? Ach, ich sammle die Elite ganze Zeit hier Gesundheitselixiere. Hier, guck mal, jetzt komm mal her. Ja, ich bin noch da. Ja, guck mal, der hat auch so eine krasse Maske. Ja, Elite. Ja. Der ist eine Elite. Der ist eine Elite. Soll ich euch was sagen? Ihr habt mit der Scheiße angefangen. Boah, der gibt ordentlich Damage. Ich ja, ich weiß, der hat mich letztes Mal auch getroffen. Der ist ein schöner Schmetterling. Aua. Au, 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 au. Nee, ist das der Vogel, dieser schöne Schmetterling war der Vogel. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir noch den am Arsch. Oh nein. Nee, nee, der ist noch weit weg. Ja, gut. Weil der ist echt schmerzhaft, der Typ. Alter, ich bin mich hier gerade am Verarzten, du Penner. Ja, versuche ich auch die ganze Zeit. Wo ist er? Da. Hab den Popo geschossen. Oh Gott, der Vogel, ich höre den Vogel hinter mir. Der auch noch, ne? Der ist auch noch hier irgendwo. Wo ist denn der Typi? Hier, komm her. Der spawnt fest. Oh ne, doch nicht. Oh. Guck mal, der ist fast tot. Ja, der ist tot. Jawohl. So, was geht denn hier bei euch? Ich kann hier nicht rein. Ja, toll. Das ist doch kacke. Ich dachte, kann man hier gibt's überhaupt was. Irgendwann? Ja, dachte ich auch. Das wäre jetzt vielleicht mal cool gewesen, wenn man hier rein könnte. Ja, was ist das denn? Aufsammeln. Ein weißer König. Errichtbares Bauwerk. Wo? Ich kann einen Schachkönig bauen. Wo hast du das her? Hier lag das. Ich will das auch. Ja, hier. Dann nimm noch. Warte. Da. Ich kann es nicht abwerfen. Scheiße. Was? Ach so, warte doch so. Ach, anderes Spiel, andere Regeln. Hassen? Mhm. Sehr schön. Ja, stimmt ja. Man kann die Sachen ja wieder abwerfen. Ja, das ist ja jetzt eine echt eine lahme Vorstellung hier gewesen. Ja, ehrlich, er ist so hart und dann nix. Ja, außer diese blöde Schachfigur. Ja, super, ne? Ganz toll. Ja. Ein bisschen enttäuschend. Finde ich auch, ja. Ich hab echt gedacht, hier drinnen können wir uns jetzt irgendwo, dass wir das hier erobern können und uns hier breit machen können, so. Ja, irgendwie zum sowas. Beispiel. Was oder ist was das? Neues? Untersuchen, warte mal, da stand untersuchen. Oh ja, eine großartige Schmiede. Ja. In der Nähe gibt es eine Menge unfertiger Waffen. Aha. Die Schmiede sieht fortschrittlich aus als alles, was du aus deiner Heimat kennst. Untersuche die Waffen. Oh, Icarus-Pfeil, Etherin-Hammer, Etherin-Großaxt. Was ist Etherin? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich höre hier gerade einen Sturm. Sturm oder? Ist blöd. Nö. Hat doch, da Sturm zieht auf. Ah, ich hab jetzt die Musik so, ja. Gehört, ich wusste es. Ist so ein Scheiß. Eine großartige Schmiede, bla bla bla. Ja, ja, das ist dasselbe alles. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ab in die Rutsche, oder? Ja, warte, wir sind doch hier auch überdacht. Stimmt.
Ja. Ich guck mir jetzt mal dieses Etherin an. Ja gut, dann haben wir wenigstens die Schmiede, hat sich ja mal ein bisschen gelohnt, ne? Ja, das schon. Ja, sonst wäre auch ziemlich traurig gewesen jetzt hier. Ja, das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Wir haben Morgenstern. Yeah. Aber wo ist die? Nicht im Kodex. Doch, Schmiede. Ja, Schmiede habe ich, aber da habe ich nichts anderes. Ach, da. Ah. Da ist der Morgenstern. Reishi-Leder. Reishi sind die Pilze. Da ist auch Etherin. Danach kommt auch Etherin. Also bei dem Hammer brauche ich es nicht. Ja, guck, dafür brauchen wir diese Pilze. Ja, ja, genau. Pyrit dürften wir auch noch haben, ne? Pyrit, ja, 30 Stück oder was? Ja, guck mal, das reicht. Und ja. Eisenbahn haben wir auch noch da, und beziehungsweise Eisen. Ja. Korrekt. Wir nehmen cool, noch ein bisschen Holz mit, davon haben wir nicht mehr allzu viel. Ja, das macht Sinn. Und dann gehen wir noch die Reishi, die Reishi-Pilze. Ja, gehen wir noch ein paar Pilze farmen und Vögel töten. Aber natürlich aufpassen vor dem Vogel. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich sag ja, wir gehen Vögel töten. Das hat ja auch super geklappt bisher. Ja, aber jetzt haben wir doch andere Waffen, andere Rüstung. Ja. Jetzt sind wir doch quasi unschlagbar. Mhm. Also, wenn der so Wucht hat wie gerade der Typ, ja, dann tut das trotzdem immer noch ganz schön. Oh ja, oh ja. Ja, der hatte schon ein bisschen Power, aber auch nur, weil er so viele Schläge hintereinander gemacht hat. Der hatte auch so richtig. Ja. Der hat mich ja schon, wenn er einmal getroffen hat, ging ja schon voll viel Leben runter. Apropos, ich habe gelevelt. Ach so, ja, ich auch. Oder? Ja, zweimal sogar schon. Oh Mann, ey. Ich einmal. So, ich was Stufe brauchen wir denn hier? 51 bin ich jetzt. Ich 52. Was brauchen wir denn? Stärke? Stärke macht Sinn, ne? Bin mal auf Ausdauer gegangen. Stärke und Verfassung. Und den letzten. Wie hast du bis jetzt gelevelt? Ja. Stärke 40, Geschicklichkeit 37, Verfassung 40, Ausdauer 36. Okay. Ja. Ich habe Stärke 42, Geschicklichkeit 30, Verfassung 44, Ausdauer 34. Mhm. So. Du hast also viel auf Leben gelevelt, ja? Auf Leben, also und auf Stärke halt, ne? Mhm. Und danach. Guck mal, hier ist noch einer. Was? Nee, doch nicht. Das guck sind mal, das sind einfach nur so Figuren. Die guten alten Zinnsoldaten, du. Ob das jetzt Zinn ist, weiß ich nicht, aber. Nee, die hatte ich als Kind auch aus Plastik. Ach herrje. Die Dinger. Ja, ja, die gab's früher immer überall zu kaufen. So, hier sind diese fiesen Wanzen. Ich guck gerade, wo ich diesen Vogel sehe. Aber ich sehe noch keinen Vogel. Doch, ich sehe ihn. Ja, wo? Nee, das ist noch eine Nitze. Ja, kann man ja mal verwechseln. Ja, ja. Wollen wir mal probieren, wie es mit der Weil so ich läuft? Ich höre ihn aber. Da über uns ist er. Er ist direkt über uns. Und er kommt. Okay, nicht Hornisse. Das heißt, wir haben jetzt keine Wahl mehr. Jetzt geht der Kampf los. Ja. Ja. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja, ich muss mal eben ein bisschen Leben wieder nachjagen. Oh, jetzt wischt sich auch noch die Wanze ein. Ach, die stinke Tier. Und ich habe keine Ausdauer, scheiße. Das ist blöd, ja. Ja, willst du noch mehr oder was? Komm hier, kannst du haben. Natzen against the Vogel. Against the Bird. Ja, ich wollte extra Englisch reden. Also, was hat der? Steine? Hat der Steine? Keine Ahnung, aber ich muss mich erstmal hier heilen. Jetzt geh mal weg, du Fieden. Ja, komm mal her, du Stinkbär. Au! Oh, lass mich doch erst die Wanze hier wegmachen. Nein, ja, hier kommt noch eine Wanze. Ja, toll. Ich bin gleich schon wieder tot hier. Verdammt, nein, geh weg. Au, blöde Wanze, hau ab. So. Boah, die Wanzen machen aber auch ganz gut Schaden, ey. Scheiße, aber bei mir geht nichts. Ich kann keine Waffe schwingen. Echt nicht? Nein. Oh nein. Was ist da passiert? Da ist irgendwas gerade. Ich lieg hier. Hier stimmt was nicht. Oh oh. Ich kann meine Leiche sehen. Das ist schlecht, ja. Ja. Ich konnte auch gerade gar nichts mehr tun. So, oh, 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 oh. Ja, ich sterbe auch sofort. Ja, ich bin rausgeflogen. Oh. Ich wusste, da stimmt was nicht. Ach, Kacke.
Ja, das ist jetzt blöd. Ich pausier mal. Ja, ich versuche mal ein bisschen Abstand zu kriegen. Du fliegst wahrscheinlich jetzt raus. Ich sterbe jetzt. Ja. Nee, ich bin nicht rausgeflogen. Nee. Aber ich bin tot. Aber warum bin ich rausgeflogen? Das weiß ich nicht. So, das gab einen Freiflug. Ja. Ich bin einmal schön aus dem Spiel geflogen. Ja, so ist das leider manchmal. Vorteil, ich habe alle meine Sachen noch. Nachteil, der Vogel war fast tot. Jetzt dürfen wir wieder richtig, von vorne anfangen. Der war fast tot und ich war tot. Ja, er ist gestorben am Vogel und ich an Freiflug. Ja. Ja. Grabstein anvisiert. Da vorne. Achso, ja. Ich habe ja keinen. Du hast keinen. Das war sehr interessant, weil mir wurde angezeigt noch beim Rausfliegen, dass ich gerade sterbe. Ist und auch, dass nicht. Meine ganzen Sachen rausgeflogen sind. Also ich hatte auch wirklich nur noch mein Pyritschwert. Und dann bin ich aus dem Spiel geflogen. Und als ich wieder reinkam, hatte ich alles, aber auf Leben verloren. Kommst du mal? Da ist das Tölpel. Der Tölpel. Das ist er. Wieder nachgespawnt. Ja. Aber welches Level? Der hat Stufe 90, ey. Wow. Ach du Scheiße. Boah, sind wir mächtig. Ich bin gelevelt. Ja, wir sind mächtig. So, diesmal machen wir vorher diese komischen Stinkekäfer alle weg. Die sind nämlich ziemlich nervig gewesen. Wenn der Vogel uns lässt, ist ja nicht so, als ob ich den zu mir gerufen hätte, sondern ich habe gesagt, guck mal, da über uns ist er und dann kam er runter. Ja, ja. Also, was hätte ich tun sollen? Nicht sterben nicht am besten. Im Disney-Film, ja? Nicht rausfliegen. Ich soll doch wieder anfangen zu putzen und zu singen und dann kommen Vögel. Schade. Naja. So, wo bist du? Erholst du dich noch von deinen Wunden, du Kackvieh? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, er erholt sich nicht. Ich würde sagen, ich hoffe, er hat noch die gleiche Lebens... Ich bin gespannt, ob die anderen danach gespawnt sind, aber kann ich mir nicht vorstellen. Die sind jetzt einfach doch, platt, oder? Doch, da sind sie wieder. Ja, ja. Unfassbar. Der Tölpel ist nachgespawnt, deswegen sind die auch. Ist alles neu gespawnt, weil du wieder reingekommen bist. Tja, ich hab gedacht, die bleiben aber für immer weg. Nee, leider nicht. So, komm, zwitscher. Ist das hier was? Da oben ist er. Ich sehe ihn. Auf der Schaukel. Ja, du blöde Sau. Voll an dem vorbei. Boah, eine 88er Hornisse, deswegen ist die schwarz. Alter! Warte, ich hab Gegengift. Ah, schön, ich hab sowas nicht. Ich treff den Vogel nicht. Der ist so voll unberührt von allem. Und nochmal ein bisschen Heilung. Na. Ich treffe ihn nicht. Wo ist er denn? Da oben auf der Schaukel. Ach, da fliegt er rum. Nee, der sitzt da rum. Ja, ja. Die tun nicht gut. Ich treffe ihn einfach nicht, weil es zu weit ist. Ich glaube, jetzt habe ich ihn getroffen, oder? Glaube auch. Nee, der ist nur woanders hin. Doch, er kommt. Ich fühle mich jetzt getriggert. Hi. Ja. Tag auch. Zu mir willst du? Wir haben eine Rechnung offen, du Arsch. Echt? Diesmal kriegst du uns nicht, doch. Ja, weil ich bin schon wieder fast tot. Der macht ganz schön schäbigen Schaden, ey. Ja, der macht echt schäbigen Schaden. Transpirid-Rüstung. Ja. Eieiei. Ja, ich kann auch vergiften. Ich muss mich weiter heilen, scheiße. Ich würde ja gern mit dir kämpfen, aber ich bin auch so verletzt. So, jetzt. Schön, 50. So, wir haben schon mal die Hälfte von dem Platt. Der ist ja bei mir. Nee, der ist bei mir. Ja, ist gut, aber der stand gerade vor mir. Ja, weil der an dir vorbei zu mir wollte. Scheiße, meine Ausdauer geht immer so schnell runter. Au! Jetzt will er wieder zu mir. Nee, doch nicht. Irgendwie will der immer zu dir. Ja. Aber jetzt haben wir ihn auch wieder fast. Ja, aber mich hat er auch wieder fast. Oh Gott. Das ist schlecht. Mein Herz klopft. Oh, oh. Ja, meins auch verliebt. Gleich. Oh nein, ich bin tot. Oh nein. Oh ja. Okay. Verdammt. Dann geht's jetzt wieder nur noch dich und mich, ja. Ja, super. Scheiße. Ja, ich heile mich gerade. Siehst du das nicht? Nee, da hat er bei mir auch keine Rücksicht drauf genommen.
Das ist voll der Ego, ne? Er hat überhaupt keinen Humor, der Typ. Ich hab ihn jetzt tot! Er ist Yay! Tot! Voll gut! Federn und Knochen kriegt man, super. Ach, hervorragend. So, dafür die ganze Mühe? Ja, aber dein Grabstein ist jetzt frei. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Ich habe jetzt nur noch zwei Verbände, beziehungsweise jetzt sogar nur noch einen. Mhm. Aber ich habe das Drecksvieh platt. Ja, nichtsdestotrotz wissen wir immer noch nicht, was unsere Aufgabe ist. Ja, wir müssen immer noch nach Spuren suchen, ne, von diesen Typen. Ja. Ich schätze mal, dass die Schmiede schon eine Spur war. Ja. Ist mein Grabstein hier? Aber wir sollten auch vielleicht da gucken, dass wir uns diese Waffen machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir noch Pilze kriegen. Ja. Hm? Lecker, lecker Pilze. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Und, würde ich sagen, die suchen wir uns jetzt erstmal. Ja. Also die Pilze vorne sind auch neu gewachsen. Es war eine tiefe Pfütze, Vorsicht, nicht da rein. Ja, da hinten sehe ich schon welche. Ah ja. Ich habe da vorne noch irgendwas gesehen. Ach so, das ist nur das Bein. Das ist nur das Bein, da liegt nur ein Bein. Ja. Ist ja so. Immer diese Beine, die überall rumliegen. Ehrlich. Nervig. Schlimm, die lenken einen voll ab. Aber das Pyritschwert kostet einen mega Ausdauer, finde ich. Ist das so? Hatte nicht so die Zeit drauf zu achten. Ja, das war voll krass. Also teilweise hing ich da wirklich so nach zwei, drei Schlägen, ging nichts mehr. Dein Inventar ist voll. Ich weiß, warum hast du eigentlich dein Inventar voll, du Messi? Ich weiß auch nicht. Weil halt Messi. Weil halt Messi. Ach, hier gibt's was Besonderes. Aber nö. Da oben wachsen auch noch Pilze, sehe ich. Da hinten, oh, da sind auch noch einige. Ja, da, ja. Dann nehmen wir mal reichlich von mit. Wer weiß, was wir da noch alles freischalten werden. Richtig. Und dann würde ich sagen, guck mal, was es da mit diesen Waffen auf sich hat, oder? Aber müssten wir ja zurück zum Bären. Ja, ich sag ja, das ist scheiße, dass wir uns hier keinen holen können. Ja, na, das ist voll blöd. Ich verstehe das aber auch nicht. Es muss doch irgendwo hier die Möglichkeit geben, sich seinen Baum rüber zu holen. Ja, ich kann doch nicht erwarten, dass man sich jedes Mal alles neu bauen jetzt schon wieder. Ja, anscheinend erwarten wir das. Können die da nicht springen? Na. Kommen wir nicht hoch. Vielleicht ist das ja auch noch so ein Early Access Ding. Das Gebiet ist ja anscheinend auch erst mit dem letzten Update überhaupt reingekommen. Ja, stimmt. Wer weiß, vielleicht ist das auch noch gar nicht ganz fertig. Ja, aber ich glaube, so eine Unterkunft hätte man, glaube ich, dann schon recht früh denken sollen, oder? Finde ich also auch, Unterkunftmöglichkeit. Ja, finde ich auch. So, das sind die anderen Pilze, Zildele. Die wollen wir jetzt nicht. Nee, die brauchen wir nicht. Nee. Da haben wir noch reichlich von, ja. Wie viele hast du jetzt eigentlich? Ich habe jetzt... 14. 28 habe ich. Okay. Genau das Doppelte. Da ist ein Grasi. Oder ein Tölpli. Aber da hinten ist noch mehr. Warte mal, was ist denn da hinten? Waren wir da schon mal? Ja, keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall Hornitzen oder sowas. Ich sehe es erst im Westen gewesen, glaube ich. Ach so. Aber höherlevelig wahrscheinlich, ne? Da hinten ist wieder. Hä? Das ist der Spielplatz? Nee. Nein, das ist ein anderer. Guck mal, da hinten ist das Gerüst, wo wir eben herkamen. Das ist wieder was anderes. Nee, das ist kein Spielplatz, oder? Nee, das ist was anderes. Da sind Schaukeln. Schauen wir uns mal an. Plötzlich. Schaukeln waren auch da, wo wir gerade waren. Ich gehe schaukeln. Aber da waren doch gerade schon Schaukeln, wo wir waren. Da saß auch der Vogel drauf. Ist das so? Ist wahrscheinlich noch ein Spielplatz, oder? Keine Ahnung. Lass uns schauen. Machen wir. Ich habe keine Schaukeln gesehen. Ja doch, da saß der Vogel drauf. Habe ich ja noch gesagt, wo du Da habe ich nur Vogel gesehen. Stinkekäfer. Nein, du hast gesagt, wo ist der Vogel? Da habe ich gesagt, der sitzt da oben auf der Schaukel. Ja, aber das hier sieht mir anders aus.
Ja, ich sag ja, das ist eine andere. Die andere. Ach, hau doch. Aber Schaukeln sind da, da hast du recht. Oder? Achtung, Stinkegeber. Boah, nerviges. Scheiße. Stinkwanze. Komm mal, helf mal mit, geht schneller. Ich bin ja dabei. Ach, ich habe den Chat wieder aufgemacht. So, ist tot. Egal, ich will noch weiter drauf. Ja, hau drauf, hau drauf. So, ja, hier sind auch Schaukeln, aber es sind andere Schaukeln. Ja, sag ich ja, das ist was anderes hier. Aber kein Bam. Bam. Trotzdem mal umgucken. Das finde ich ein bisschen schade, wirklich, dass es hier keinen Baum gibt. Weil man muss ja immer rüber auf die andere Seite. Ja, das kann nicht die Endlösung sein. Ich denke auch, dass hier hoffentlich noch was passieren wird. Mal, ey, wie riesig das hier noch ist. Ja, das heißt, wir haben hier noch einiges zu erforschen. Was ist denn da hinten? Komm mal mit. Hier ist eine Rutsche. Und das Ernten. Komm mal mit. Ich habe hier was gefunden. Warte noch mal. Ich guck doch gerade hier so schön. Ah, das ist eine Tonne. Guck mal, da kann man rein. Aha. Was haben wir hier? Einen Kronkorb und eine Flasche. Aber hier könnten wir uns niederlassen. Ja, sieht aus wie so eine alte Mülltonne. Hier könnten wir uns niederlassen, ja? Ja, hier gibt es auch ein Heimzeichen, genau. Das ist gut. Hier ist ein Esstischplatz. Dann machen wir uns hier was hin. Ja. Nee, du machst hier jetzt nicht hin. Das ist nicht Ich mache hier jetzt ein bisschen hin. Markiere hier unser Revier. Guck mal, da ist eine riesen Sandkiste. Da gibt es bestimmt auch noch mal so Feinde. Zeig ich mal da her. Da ist schon so ein Häuschen da im Sand. Da ist ein Häuschen im Sand? Ja, da im Sand, in der Sandkiste. Ja, so ein Tipi oder was. Und hier sind Käfer. Ja, die habe ich schon gesehen, aber hier ist nichts. Es ist einfach nur ein Spielzeugauto. Das hier ist ein Barbie-Car. Ein Barbie-Car. Ist also ein Spielzeugauto. So, komm, dann gucken wir mal. Jetzt sind wir schon hier. Na klar. Oh, hier ist was. Hier ist einer. Leute. Ja, ich sehe sie. Guten Tag, mein Freund. Ah, ne, wir sind ja keine Freunde. Boah, wenn der einmal schlägt, habe ich 10-mal geschlagen. Ah, das ist gar nicht die Natzen. Ach, ich habe die falsche Waffe draußen. Ich drehe mich um, will Hallo sagen und dann steht da ein Feind, ey. Was haben die denn da? Oh, der hat was verloren. Ich habe Essen von dem. Und was? Eulen. Oh, ich habe sein Geld. Ich habe schon 26 Eulen von den anderen gesammelt. Ja, schön. Ja, du lässt ja alles liegen. Ich habe doch eben noch gesagt, bei mir wurde nichts fallen gelassen. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass ich rausgeflogen bin, weil mir eben schon was nicht stimmte. Unmöglich, möglich. Ich habe nichts gesehen. Bei mir war nichts, wo irgendwas rausgeflogen wäre. Pass auf, da hinten rennt auch noch einer rum. Denn ich sehe ja nicht mal, wo du bist. Ich bin hinter dir. Und wo ist der andere? Hinter der Schippe quasi. Hier was hinter dem Hügel. Ich habe einen schwarzen Turm gefunden. Was? Achso. Schwarzen Turm. Den kriegst du gleich, wenn wir den abgemacht haben. Wo ist er denn hier? Der war hier gerade noch. Hier ist er. Das ist eine Elite. Ah, der Elite. Ich komme. Wo bist du denn? Die Elite ist hier. Hier. Au. Oh, ich höre mein Herz. Ist verliebt. Ja, in den da. Oh, ja, der macht ordentlich, ey. Der hat mich jetzt einmal getroffen, zack. Ja, der macht richtig Schaden, ey. Und ich habe kein... Oh, scheiße, ich habe keinen Verband mehr. Nee. Aber ich habe noch dieses Gesundheits-Elix. Wo ist der Kollege denn jetzt? Weiß ich nicht. Die Kampfmusik hat auch aufgehört. Ne, hier, komm da! Danke! Aua, geh weg! Nicht hauen, nein! Nicht wehtun! Komm bitte, der Spinne! Das sieht so geil aus! Komm, der ist fast platt. Ja, ich muss hier ein bisschen verbändlichen. Verbändlichen.
Sonst bin ich mit einem Schlag wieder tot. Ja, so. Tot ist er. Was hast du von dem gesammelt? Eulen. Guck mal, du nimmst dich alle Eulen einfach. Ja, sicher. So ein Gaune. Weiß ich gar nicht, was sonst noch. Alles andere ist aufgesteckt. Ich hab 5 Eulen. Ah, hier, Heilverbände, ja. Du hattest keine jetzt. Verbände mehr, ne? Ja. Richtig. Ja. hier. Ja, ja, hier. Nimm mal das hier. Warte mal. Ich warte. Brauche erstmal Platz hier. Das weg, das weg, das weg. Der schwarze Turm. Ja, cool. Ein schwarzer Turm. So, dir wollte ich Verbände geben. Juhu. Wo sind meine denn da? Wie viele hat er denn gegeben? Weiß ich, 2 oder 3. Also. Hier. Okay. Bitte, wo sind meine Juhu. Anderen? Ja. So, dann so. Lass mal zu der Mülltonne. Ne, lass mal erstmal gucken hier. Haben wir das schon oder nicht? Nee, ich habe keine Faser, natürlich nicht. Oh, warte, guck mal, hier geht's noch hoch. Ja, eben. Das ist wie so ein Thron. Ja. Nee, ja, aber das war's. Ah, schon, guck mal, komm mal mit. Seh's. Ah, Vogel! Oh, fuck. Vogelnest! Oh nein. Alter, ich muss mich noch verbinden, ich bin noch mal am Heilen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir gehen noch mal runter. Ja, bevor der uns entdeckt am besten. Schnell in den Eimer und tschüss. Da gibt es kein Schutzzeichen in dem Eimer. Kein Hauszeichen. Das ist blöd. Fass es nicht. Aber wir wollten uns ja hier eh eine Hütte aufbauen, ne? Ja, hast du Fasern? Nein, aber ich habe eine Axt. Gut, weil ich habe ganz viel Holz gesammelt unterwegs, aber keine Fasern bisher entdeckt. Ja, wir müssen hier was abhacken. Ja. Das ist nicht gut für Fasern. Und das auch nicht. Und Malva auch nicht. Der Setzling war auch mehr Holz, ne? Ja, ja. Das ist alles hier eher Holz. Obwohl, 5 Holz, 5 Fasern. Ja, gut. Das ist gut. Da kann ich mit um. Dann hier die Setzlinge ja, wegmachen. Ja, Leute. Gut, dann würde ich sagen, war das doch eine ziemlich actionreiche Folge heute. Fand ich ziemlich geil. Hat Spaß gemacht. Oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Und auch wenn ich ein paar Mal gestorben bin. Ja, gut. Ich einmal rausgeflogen bin. Passiert. Gehör dazu, ne? Ja, passiert. Ja, aber dafür haben wir auch heute einiges Neues freischalten können. Das fand ich ziemlich geil. Ja. Und wenn ihr es auch cool fandet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns das mit einem Daumen nach oben zeigt. Mm. Und um nicht zu verpassen, was wir hier noch alles erforschen, erkunden und entdecken werden. Oh, oh. Wie zum Beispiel diese scheiß Wanze hier. Abonniert doch gerne unseren Kanal. Also sowohl meinen als auch vom Ashburning-Kanal. Ja, gerne. Ihr findet uns natürlich in den angesagten Kanälen des jeweils anderen und schaltet doch dann das nächste Mal ein, kommentiert bei uns und wenn ihr noch Tipps habt, zum Beispiel wie wir hier weiterkommen, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns die auch gebt. Ich bin zu dir geflogen. Du bist an mir vorbeigerannt. Ah, so. Okay. Das ist die nächste Wanze. Das ist nicht. Ja. Ja, Leute, wir gucken mal, dass wir hier diese Wanzen loswerden. Ja. Ihr schaltet das nächste Mal hoffentlich wieder mit ein. Wanzenentfernung, Ashburn ist am Werk. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, bedanken uns fürs Zusehen. Bis dahin, bye. Bis dahin, ciao.